Hallo? Grüezi miteinander, wunderschönen guten Tag. Mit wem habe ich denn die Ehre? Ja, hallo, schönen guten Tag. Wie geht es Sie? Ich bin Laura Mehr von Firma Profanzerhof.com. Wie geht es Sie? Ja, was? Mit wem habe ich denn die Ehre? Hab ich vergessen. Von Firma Profanzerhof.com. Geh weg, du Schlampe. Geh weg, du was Schlampe. Was kann ich bitte nicht verstehen? Geh ja, weg, du Schlampe. Von Firma Profanzerhof.com. Haben Sie Informationen für Online-Trading, Online-Handel, von Forex, Bitcoin? Ja, hallo? Wer bist du? Hallo? Wer ich bist bin Laura Mehr. Ich bin Laura Mehr von Österreich. Unsere Firma ist in Österreich. Ja, hallo? Ich dich sicher. Was für eine hallo? Firma sind Sie? Was für eine Firma von sind Firma Sie? Profan, von Firma Profans EU.com. Online Trading. Mhm. Haben Sie Erfahrung an Online Trading, Online Handel für Bitcoin? Haben ja. Sie Erfahrung für Bitcoin, Forex? Ja, habe ich. Ja, habe ich Erfahrung. Haben Sie, was wissen Sie über Online-Handel? Was ist Online-Handel? Was ist Online-Handel? Für investieren, denken Sie. Wo investieren? Was investieren? Investieren geht, und Profite zu machen. Ja, investieren hallo? Geld. Investieren Geld? Ja. Wo investieren Geld? Wo? Von unserer Firma, Bitcoin. Und für eine Woche? Ja? Wir können eine kleine Summe und sehen. Warte für einen Moment, bitte. Was für eine kleine Summe? Was für eine Summe? Ihr könnt probieren mit einer kleinen Summe. Und wie viel? So, 250 Euro. 350. Okay, was kannst du für mich machen mit 350? Ich nicht höre. Was sag bitte? Was können Sie machen für mich mit 350 Euro? Sie können profitieren 100 für eine Woche. Wie kann ich profitieren 100 für eine Woche? Ich warte einen Moment bitte. Hallo? Hallo, schönen guten Hallo, Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ja? Guten Tag, ich bin Emma Schein von Profonds Firma. So, meinem Kollegen hat mit Ihnen gesprochen für einen Bonus. Sie hat schon gesagt, wenn Sie investieren mit 250 Euro, Sie können 100 gewinnen. So, dass Sie hat wollen sagen, wir können das Bonus Ihnen geben, weil Sie werden jetzt momentan das Registrierung machen, weil für ein guter wir geben einen Bonus. Ja. Ganz kurz bitte. Was für einen Bonus? Wo kann ich investieren und wie kann ich Profite machen? Okay, so Sie können investieren bei Bundprodukten bei unserem Website. So, wo bitte? Sie können auch Profite machen für jeden Monat. So, wir haben wie Bitcoin zum Beispiel, Kryptowährungen, Aktien für die andere Firma, für auch Adidas, für Tesla oder für Öl okay. auch. Wir haben Produkte, wie Sie können mit einem kleinen Kapital kaufen, wie Öl zum Beispiel oder Reis oder die anderen Produkte auch. So, wir machen eine Trading mit diesen Produkten. Wir nicht okay. Kaufen für haben zu Hause, aber für eine Trading wenn online. Wenn ich gerne beim Bitcoin investieren,
wenn ich wollte gerne beim Bitcoin investieren, wie kann ich das machen? Wie kann ich Profite erzielen mit Bitcoin heutzutage? Okay, so zum ersten Mal Sie mit 250 Euro, Sie öffnen ein Konto mit uns. So, dann Sie werden Trading machen mit unserem Broker. Und wenn Sie machen Trading mit unserem Broker, dass Sie Broker? Werden erstmal lernen, wie viel kauft Sie eine Bitcoin zum Beispiel. Und Sie werden sehen momentan, wie viel ist das Preis für Bitcoin. Und mit das Preis, Sie werden kaufen das Bitcoin. Wie viel kostet ein Bitcoin? Bitte, hören Sie mich bitte. Wie viel kostet ein Bitcoin heute? Ich muss sehen, dass Punkt ist, wie viel kostet. Bitcoin kostet 57.000,9 heute. Und Sie haben keine Information für das. Ja, ich habe was für eine Firma sind Sie da? Sie haben keine Information, wie viel kostet ein Bitcoin. Wollten Sie mich hören? Sie erzählen mir für Bitcoin und Sie wissen nicht, wie arbeiten Sie momentan? Ich arbeite gar nicht. Okay. Mit einer Firma. So, ich mache. Bitcoin, ich mache. Geht 78,8,9 pro Tag und andere Tag es kommt 47,9, wie es heute. So, das Bitcoin, wenn ich anfange mit dir, kann ich Geld ausgeben. Ja, Mama, Sie können, wie heißen Sie bitte? Aufzahlung machen. Wie heißen Sie? Pro Monat. Wie heißen Sie? Ich bin. Wie? Ja, ich bin Emma Klein. So, wollten Sie Informationen hören oder wollten Sie mit mir sprechen? Ja. Frau Emma. Ja, bitte. Natürlich, ich höre Sie. Ja, ich höre Sie. Aber ich habe meine Frage und das ist normalerweise jeder kann Frage machen. Oder nicht? Okay, ich verstehe. Wenn Sie geben mir ein paar Informationen über diesen Bereich, dann ich kann auch Ihnen so fragen, wie es funktioniert, weil ich investiere bei euch, dann ich möchte wissen, wie das funktioniert. Okay. So, dass ich weiß sehr gut, wie funktioniert das Trading für jeden von unseren Produkten. So, wie ich habe Ihnen gesagt, wir haben nicht nur Bitcoin, so das heißt für jeden Produkten bewegt sind und bewegt für jeden Tag und jeden Zeit. So, wir geben für Sie und, am ersten Mal eine Training lernen für die alle Produkte, wo Sie werden mehr Interesse haben. Können Sie mich kurz hören, bitte? So, ich wollte Ihnen sagen, das ist nicht ein Problem, weil Sie werden wissen, über Bitcoin, wie viel ist jetzt in diesem Moment, oder vielleicht für Öl, oder für Aktien, oder für eine andere Produkte. So, Sie müssen erstmal für die alle Produkte Informationen nehmen, weil das ist besser für Sie für wissen, wann Sie können kaufen und verkaufen eine Produkte. Für so bei unserem Training, Sie machen für nicht machen Minus pro von ersten Tag und danach Sie werden sagen, das war eine Lügefirma, weil Sie haben nichts verstanden bei uns. So, das momentan gibt auch die Lüge und ich weiß jetzt nicht, was passiert. Aber wir wollten Ihnen zum ersten Mal lernen, für bei uns zu bleiben und zu investieren auch. Nicht nur für Spielen oder vielleicht für machen, nur sprechen miteinander beim Handy. So, ich wollte zum ersten Mal Ihnen zeigen bei Ihrem Computer. Und können Sie bitte momentan sehen, diesen Produkten, wo Sie können Investitionen fangen? Ja, natürlich. Und auch für Sie und ja, natürlich, kann ich. Weil das interessiert sich auch. Okay. Okay. Okay, so benutzen Sie einen Computer dabei momentan? Ja, natürlich. Okay, so gehen Sie bei mir Computer und benutzen Sie Anydesk? Nein. Okay, können Sie bitte installieren Anydesk und dann ich erkläre Sie. Ich möchte das nicht. Sie können buchstabieren okay, so einfach. Sie denken, ja. Buchstabieren was, weil ich werde erklären, wie haben Sie schon mal in Schule gegangen, ich glaube. Und Ihre Lehrerin hat Ihnen die Übung erklärt beim Tisch und dann Sie haben verstanden. Aber wenn er wird Ihnen nur erzählen und Sie werden nichts sehen, Sie können auch nichts verstanden
und Dame, lernen. Dame. So, das ich ist, weiß, ich wie mache. Das funktioniert. Ich arbeite mit Anydesk. Ja, ich arbeite immer mit Anydesk. Okay, ich weiß, wie das funktioniert. Wie kann man Profite erwirtschaften heutzutage mit Bitcoin oder mit Onlinehandel? Ich weiß das alles. Und ich nutze nicht gerne Anydesk mit Leuten, das kenne ich nicht. Ich nutze Anydesk nur mit Leuten, das kenne ich. Dann, Sie können einfach buchstabieren und ich kann sehen, was Sie möchten. Ich gebe Ihnen Zeit und erzählen Sie mich. Für welche Zeit wollten Sie mich geben, weil Sie werden nichts verstehen, nur mit einem Link. Sie werden nur kurz Informationen geben, nein, haben nein, gelesen nein, und haben nicht. Nichts verstanden. Gar nicht. Weil Sie, haben Sie können buchstabieren, gesagt, ich kann Sie schreiben in meinem Computer, haben, in Google. Entschuldigung, können Sie mich kurz hören? Bitte. So, Sie haben gesagt, Sie sind sehr gut informiert über Bitcoin, über die alle Produkte und ich glaube für das Trading. So, nicht bei so dem allen. Ich bin informiert über Bitcoin, weil ich habe Ihnen gefragt, okay. Sie arbeiten in einer okay. Firma mit Onlinehandel. Ich habe Ihnen ja, gefragt, ich weiß, ob Sie ja. wissen den Preis von Bitcoin, weil Sie haben mir erzählt über Bitcoin. Okay. Ich habe Ihnen gefragt, ja, wie viel kostet ein ja, Bitcoin ja. heutzutage und Sie wissen das nicht. Ja. Wie kann ich Ihnen ja, mit Anydesk verbinden? Kann ich das okay, nicht? Okay, ich habe es sehr gut verstanden. So, Sie können auch das Bitcoin gleich 2 Stunden sehen und sehen, was passiert. So, vielleicht Sie sehen nur einmal pro Tag oder vielleicht nur einmal im Monat und Sie haben nur etwas gesehen und Sie machen, wie Sie wissen. So, können Sie bitte mit mich sprechen und etwas lernen oder wollten Sie nur mit so Informationen, wie viel Sie haben, bleiben? So. Ich wollte Ihnen lernen und Sie wollten nichts lernen von uns. Und wann Sie wollten nichts nein, bei gar uns nicht. Lernen und nehmen, warum bleiben Sie immer? Nein, oder? Nein, aber Sie nur sprechen, sprechen, sprechen und Sie hören nicht. Sie brauchen nicht etwas hören. Ich habe, also ja, das ist gut. Das machen Sie nicht. So, Sie wollten nichts bei uns zu erklären. So, Sie sind voll Informationen beim Google. Bei euch funktioniert nur mit Internet, ne? Ich Sie sind ein Experte, oder? Was sind ich, Sie in dieser ich, Firma? Ich bin ein Experte, weil ich arbeite mit einem von einer Sie Firma. Sie sind ein Experte. Und Sie mit machen Ihre Buch Arbeit weiter, nur Tag. Mit Anydesk. Das ist ein bisschen komisch, weil ja, Sie machen stimmt, Ihre Arbeit nur mit Anydesk. Sie machen Ihre Arbeit nicht etwas anderes. So, wollten Sie verstehen oder nicht? Wollten Sie etwas verstehen oder etwas Sie machen mehr Ihre Arbeit nur mit Anydesk, Dame, und Sie sind ein Experte. Das verstehe ich nicht. Sie sind ein Experte und Sie machen Ihre Arbeit nur mit Anydesk. Das kann ich nicht verstehen. Ja, von Ihrer Meinung, wie kann ich das Arbeit machen? Haben Sie andere so Experten Sie in Ihrer Firma? Und ich werde bei unserer Firma machen und ich werde dort schreiben haben Ihren Namen. Haben Sie andere Experten in Ihrer Firma? Bei unserer Firma sein. Haben Sie andere Experten in Ihrer Firma? Warum? Für was machen Sie eine Expertin? So, Sie hören mich nicht als eine Expertin. Was Sie wollten machen, vielleicht Sie höre alles. Ich eine andere Expertin. Ich glaube, Sie haben vielleicht alle höre ich Ihre etwas Geld anderes. Verloren, weil Sie mal weil Sie Informationen beim Internet und Sie glauben, Sie sind intelligent und mit diesen Informationen. Von, aber wissen Sie, die Informationen schreiben die Menschen, die normalen Menschen. Und Sie können lesen, wo steht jeden, wo steht oder diese Firma, Dame? Und Sie ja, werden genau. immer glauben das, ja? Okay. Wo steht diese Firma, dass Sie arbeiten? Ja, ja. Ich wollte das auch sagen. So, momentan, Sie sind in einer Kommunikation mit unserer Firma, mit einer richtigen Firma. Wer arbeitet mit Online-Trading? Und wollten mhm. Sie etwas lernen bei uns, bei diesem Trading? Oder wollten Sie nur sprechen für mit Ihrer Meinung und nichts zu machen? Nein, nur nein, ich wollte gerne investieren. Ich wollte gerne investieren. Deswegen habe ich eine Anmeldung gemacht. Aber ich suche für die richtige Firma.
aber ich weiß das nicht, weil es gibt viele Betrüger im Internet. Wo steht Ihre Firma? Steht in Deutschland, in Österreich? Ja. Wo steht euer? Und wir haben unsere Adresse und Sie können direkt bei unserer Firma kommen. So, ich habe auch Ihnen gesagt, haben Sie eine das bei mir Computer und Sie wollten nicht das sehen. So, wo ist diese Firma? Wo Sie ist diese Firma? Sehen? Ja, ich werde Ihnen zeigen. So, benutzen Sie eine das. Ich zeige, wo ist unsere Firma? Wie heißt unsere Firma? Muss ich Produkte Sie das benutzen? So wissen eure Adresse. Entschuldigung, so wollen Sie wirklich interessiert? Muss ich Anydesk benutzen? So wissen eure Adresse. Ja, genau, das wollte ich Ihnen geben. So wollten Sie Informationen nehmen bei uns oder nicht? Oder aber warum? Nein, ich brauche nicht spielen, ich spreche mit Sie. Ich gebe Ihnen meine Zeit, okay? Sie verschwunden mein Zeit. Erzählen Sie mich. Nein, mit gar Kollegen. Nein. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Hallo. Also, ich habe gesprochen mit deinen Kollegin und sie hat mir ich habe gefragt für eure Adresse, wo ihre Firma steht, weil wenn ich brauche investieren mein Geld, ich muss wissen, wo investiere ich diese Geld. Und ich habe deinen Kollegen gefragt, wo steht ihre Firma und sie hat mir gesagt, öffnen Sie Anydesk, dann kann ich erklären unsere Adresse. Aber ja, das ist nicht so, weil mit Anydesk, ihr könnt sehen unsere Plattform, ihr könnt sehen unsere Fund, ihr könnt ja, sehen Sie können einfach erzählen, wo steht eure Firma. Warum ist das so viel schwer? Sie können erzählen, unsere Firma hat diese Adresse. Das braucht gar nicht der Unsere Adresse ist in Österreich. In Österreich? Ja, in Österreich. Dame, woher kommen Sie? Also, meine Mutter ist italienisch und mein Vater ist türkisch. Und wie heißen Sie bitte? Laura Mehr. Okay, super. Laura, Frau Laura, haben Sie andere Experten da, damit kann ich sprechen? Ja, okay. Ich habe. Okay, geben warte Sie mir einen Experten. Okay, warte für einen Moment. Okay. Guten Tag, Ihr Lenya-Beitnahmeapparat, ein Berater von Bitcoin Pro. Sie haben eine Anmeldung hier bei uns gemacht über Onlinehandel. Genau. Okay. Haben Sie Erfahrung bis jetzt mit Onlinehandel? Nein, noch nicht. Ich möchte gerne investieren, aber ich weiß nicht, weil gibt sehr viele Betrügerfirmen und ich weiß nicht genau wo. Also, ich habe mit Ihren Kollegen gesprochen und hat mir erzählt über Finanzinstrumenten und habe ich gefragt, wie viel kostet ein Bitcoin heutzutage und sie wusste das nicht. Ich habe erzählt, dass ein Bitcoin heutzutage kostet also 57.000,9 und sie wusste das nicht. Also sie hat mir erzählt über Informationen, das mit Onlinehandel zu tun haben, aber sie hatte keine Informationen.
über Bitcoin. Und das war ein bisschen komisch. Und dann hat sie gesagt, geben Sie mir Anydesk. Natürlich, ich benutze gerne Anydesk. Aber mit Leuten, das kenne ich nicht, und mit Leuten, die keine Informationen haben über diesen Bereich, habe ich nicht gegeben, natürlich. Und was passiert also, dann? Dann habe ich gefunden für diese Adresse. Es gibt Leute, die arbeiten nur für Anfang, und es gibt Leute, die arbeiten als Experten. Und Leute, wie gesagt, ich habe gefragt. Und es gibt Leute, die arbeiten nur für Anfang. Mein Kollege ist ein bisschen neu und lernt gerade. Das bedeutet nicht, dass hier gibt es keinen Expert und hier gibt es keinen Mensch, das hat Informationen über, wie läuft die Bitcoin und wie läuft die Finanzinstrumente. Also sie würden sowieso mit einem Expert arbeiten. Weil sie hat mir gesagt, dass ich bin ein Expert. Egal. Also ich habe gefragt für die Frau, das habe ich gesprochen. Mein Kollege ist hier. Was hat mein Kollege gesagt? Dass sie ist ein Expert in diesem Bereich. Was hast du gesagt zu die Frau, bitte? Sorry, das nicht Frau Laura. Nicht Frau Laura. Also die andere Frau, weiß ich nicht, wie heißt sie. Ah, die andere Frau. Die andere Frau ist weggegangen. Okay, Dame, ich habe gefragt für eure Adresse, für die Adresse, wo steht Ihre Firma, und sie hat mir gesagt, dass Sie brauchen erstmal Anydesk öffnen, dann kann ich unsere Adresse erzählen. Aber das ist nicht normal, weil man braucht kein Anydesk zum Wissen, wo steht diese Firma, das ist reguliert und lizenziert und so weiter. Mit Anydesk ist es einfach zu zeigen, weil was ich die schaue, Adresse? Schauen sie nicht. Die Adresse? Und was ich suche im Internet nicht suchen gleichzeitig, weil das super, gibt es ich weiß das. Deswegen ich weiß das. Okay, öffnen Sie Anydesk und geben Sie die Nummer. Dame, warum ist das ist so viel schwer zu erklären, wo steht Ihre Firma? Warum ist so schwer? Warum brauche ich Anydesk öffnen? Meine Firma, also unsere Hauptfirma ist in England, aber wir haben Büro in der ganzen Europa. Und die Büro, das wir haben in der ganzen Europa, sie brauchen nicht die Adresse zu wissen, weil die Koordinaten sind nur für die Leute, die arbeiten hier. Sollte das für sein? Die Kunde auch dann. Für die Kunde? Für die Kunde ist nicht erlaubt, dass sie haben die Koordinaten, weil deswegen funktioniert online und funktioniert nicht von okay, verstehe ich dann. Dame, können Sie buchstabieren diese Firma? Können Sie das buchstabieren? Auch oh, nein, das Profan, machen Sie das? Profan, ganz kurz EU. Bitte. Ganz kurz. Die Profan die F. Okay. EU wie Europa. Okay. .com. Also F wie Friedrich, E wie Emma. .com. Nein. P wie Padova, wie Peter. R wie Peter, Romeo. Okay. A wie Anton. A wie Romeo. Wie Romeo. O wie Otto. Otto. F wie Friedrich. Okay. O Paruf. Wie Urlaub. N wie November. N? Die N wie November. Okay. Parofund. Die Deutschland. Profund. Parofund. Okay. .com. Okay. Parofund. Also, parofund.com. Ganz kurz, bitte. Parofund. Wie bitte? This site can be erected. Steht hier. Also, noch einmal,
Pro. Easy Peter. Are you Romeo? Okay. O V Otto. Otto. F okay. Yeah. F is Friedrich. Friedrich. Paul. Yeah. Uwe Urlaub. N V November. N V Nordpol. Okay. Okay. D V Deutschland. Profun. Profun. S V Sierra. Okay. Weit. F Profun. A V Erfahrung. Okay. Uwe Urlaub. Kurz bitte. Also P wie Peter, R wie Richard, O wie Otto, F wie Friedrich, U wie Urlaub, N wie Nordpol. D wie Deutschland. D wie Deutschland, ja. S wie Simon. S Profuns. I. EU wie Europa. Profund. EU. Okay, profund. EU, Mann. EU, Erfahrung, EU, Urlaub. Ja. Ja. Profundso.com. Mann, die Spiele jetzt oder was? Nein, ich schreibe das. Also, weil ich habe buchstabiert genannt für Ihnen. Ja, aber Sie haben das nicht richtig buchstabiert. Richtig habe ich buchstabiert. Also und Sie haben ich lese, ich lese, okay, was habe ich geschrieben, okay? Okay? Ja, okay. P wie Peter, R wie Richard, O wie Otto, F wie Friedrich, U wie Urlaub, N wie Nordpol, ja. P wie Deutschland, S wie Siegfried, ja. E wie Emma, S wie Simon. Ja, S wie Simon, okay. E wie Emma und U wie Urlaub. Ja. Ja. .com. Ganz kurz, bitte. Ja. Ich schaue jetzt in meinen Google. Okay. Profunds EU. Oi, Europa. Aha. Ja? Okay. .com. Also, das ist ein Trade-Seite. Profunds. Na, natürlich. Oi. Und also, hier kann ich ein Konto öffnen. Hier kann ich ein Konto öffnen. Natürlich kann sie. Klicke ich bei Login. Ja. Okay, kann ich das auf Deutsch machen? Natürlich. Haben Sie da die Sprache? Okay, ein Login. Hallo, Isolde, ist das Sie? Ja? Hallo, das ist Gaia. Wir haben zusammen gesprochen am Freitag, ja? Also, erinnern Sie sich daran? Ja? Okay. Ja. Ja, ja. Sie haben mit mir gesprochen und dann haben Sie mit meiner Kollegin gesprochen. Und ja, ich möchte Sie fragen. Ich will mit der anderen Frau reden. Melden Sie bitte. Haben Sie mein E-Mail bekommen? Ja, haben Sie dieses E-Mail gesehen? Nein, ich habe keine E-Mail von Ihnen bekommen. Ich weiß nicht, wo Sie sind. Bitte geben mir die andere Frau, dass ich rede gerade. Werden Sie mit Ihnen reden? Sie haben keine Anmeldung hier bei uns gemacht. Okay, okay. Isolde, Sie haben mit mir, ich heiße Gaia, Sie haben mit mir gesprochen und Sie mit meiner Kollegin, Moment bitte. Und auch haben Sie mit meiner Kollegin Caroline gesprochen. Erinnern Sie sich daran? Ich weiß, was ich habe getan. Hallo. Ja, hallo. Ich bin beim Login. Ja, was passiert? Super. Weil Login. Register. Okay. Okay. Now register. Okay, first name, email address, postal code. Yeah. Ich
schreibe hier mein Data, okay? Und da würden Sie Register machen. Und weiter. Nein, ich mache ein Register. Ganz kurz bitte. Okay, sehr gut. Okay, nur eine Frage. Mit wie viel wollten Sie bei uns anfangen? Was denken Sie? Ist besser mit 500 vielleicht? Ja, das würde sehr super sein. Haben Sie eine Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Mastercard. Mastercard. Mhm. Okay, wir würden das machen okay, mit Mastercard. Okay, beim Promocode? Beim Promocode, was kann ich da dort? Wo? Weil sie kann nicht. Ich bin beim Promocode. Mit wem? Ich bin beim Promocode. Beim Register Promocode steht hier. Was muss ich dort schreiben? Habe ich mein Name, Last Name? E-Mail, Address, Postal Code, Country, Phone. Und momentan bin ich beim Promocode. Promocode 23. 3 und 20. Also 3, 2, 0. Okay? Ja. Oder? Genau. Ja. 2, 3. 2, 3, super. 23. 23. Oh. Bedeutet, genau. Wenn Sie schreiben jetzt. Das, Sie schreiben erstens die 2 und dann die 3, wenn Sie kennen Deutsch. Natürlich, aber ich bin aus Bulgarien, deswegen. Okay, Passwort. Okay. Euro? Okay. USD oder Euro? Euro. Okay. Jetzt schaue ich ein Konto hier. Einzahlung. Ja, aber wir würden die Einzahlung machen mit einer Exchange. Mastercard. Haben Sie? Mastercard. Okay, wir würden das mit einer Exchange machen, mit unserer Exchange. Okay. Wie können wir das machen? Mit wie viel wollten Sie anfangen? Und ich mache Ihnen die Daten. Also mit Online-Banking meinen Sie? Ja, genau. Kann ich das nicht mit Mastercard sofort machen? Sind Sie da? Ja, ich bin hier. Okay. Kann ich das mit Mastercard machen sofort? Sie haben gesagt, Sie haben keine Mastercard. Woher haben Sie gefunden Ihre Mastercard jetzt? Ich habe mein Mastercard. Und warum brauche ich die Bankdaten? Okay, das ist Marina, persönliche Bankdata. Es ist nicht die gleiche. Okay, dann. Moment. Haben Sie dort mein E-Mail? Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, ja. Aber ich würde Ihnen sowieso morgen anrufen. Morgen am 11 Uhr würde gut sein. Aber warum? Ich habe noch nicht Einzahlung. Machen Sie. Ähm,
Sie schicken mir per E-Mail diese Bankdaten? Hallo? Hallo? Ja, einen Moment bitte, weil ich schaue ein bisschen. Also, ich habe nur eine Frage für Ihnen. Von 1 bis 10, wie sicher sind Sie, dass Sie wollten anfangen mit uns? 8. 8. Und wieso 8 und nicht 10? Sie sollten sicher sein, dass Sie wollten anfangen mit uns. Wenn Sie sind deswegen, nicht so sicher, deswegen möchte ich mit 500 anfangen. Also wenn ich sicher sein, dann anfange ich mit 1000, aber momentan denke ich mit 500. Momentan denken Sie mit 500 und Sie wollten auch mit 1000 anfangen. Mhm. Sie haben schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit mit der Online-Handel? Nein, ich habe keine Erfahrung. Ich habe keine Erfahrung. Das Sie ist das erste Mal. Sie haben den Kollegen gesagt, dass Sie haben keine. Ja, habe ich keine Erfahrung mit Online-Handel. Okay, welche von Ihnen, weil Sie sind drei Personen da, welche hat Erfahrung? Keine? Ich weiß nicht, mit wem haben Sie gesprochen, Dame? Mit einer anderen Frau und mit einem Mann auch. Mit einem Mann. Mit einem Mann? Ja. Nein. Ich bin alleine zu Hause. Ich weiß nicht, mit wem haben Sie gesprochen? Weiß ich nicht. Was passiert mit der Leitung? Hallo? Okay, bitte öffnen Sie Ihre Anydesk und ich schaue, dass Sie, dass ich nehme Ihnen seriös ist. Öffnen bitte Anydesk, wir werden zusammen schauen. Wir einloggen bei Ihrer Sparkasse, bei Online Banking. Schauen wir, dass Sie haben da genug Geld zu investieren. Und dann, wir können machen oder Überweisung und da machen wir mit einer Karte. Hören Sie? Hallo? 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 Ah, ich hab sie auch aufgelegt, schade. Ach,